Cello-Spielen geht es um etwas ganz Tiefes, nämlich um eine Versenkung, um eine Vertiefung, um ein Einssein mit dem Werk. Und das ist letztlich das, was Sie vielleicht als Gefühl beschreiben. Aber ich würde das nicht Gefühl nennen, sondern die Aufgabe ist hier wirklich Einssein mit dem Werk. Ein Gefühl, wenn Sie so wollen, in dem Sie die Zeit nicht mehr spüren. Ich kann schon sagen, dass das Cello auf mich zugefallen ist. Es war das Lieblingsinstrument meiner Eltern und es ist definitiv meine Stimme. Meine Eltern haben an einem Adventsabend mal ein Cello gebracht und ich habe das Cello gesehen. Ich erinnere mich heute noch an den Geruch des Cellos, des Lackes, und ich habe das Cello in Händen gehalten und dachte mir, das Leben ist vor mir und das Cello fiel mir aus den Händen und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es war mir so arg, dass ich das nicht wagte, meinen Eltern zu erzählen, aber so ist das Cello auf mich gefallen. Welcher Zufall, welche Fügung, das Cello ist mein Leben. Wir sind nicht wichtig. Wichtig ist, was uns Licht gibt. Musik ist Leben.